gesehen, wie mich die grauen Wächter vor diesen Leichen gerettet haben? Sie sind unglaublich. Ich werde mich erkundigen, ob sie vielleicht nach Rekruten suchen. Ich erkenne den Reiz daran. Das ist kein guter Zeitpunkt. Trete den Wächter nicht bei. Warum ist das kein guter Zeitpunkt? Ich kann verstehen, wieso sich jemand den Wächtern anschließen möchte. Beim Erbauer, ihr seid der Inquisitor. Aber nun ja, die Wächter sind Helden. Sie haben mich vor diesen Dämonen gerettet, euer Gnaden. Und bei all dem, was gerade geschieht, möchte ich den Leuten auf dieselbe Weise helfen. Ja, dann, ich wollte gerade sagen, mach doch bei uns mit. Die Wächter würden alles tun, um die Verderbnisse aufzuhalten. Diese Hingabe ist bewundernswert, wenn auch gleichermaßen bedenklich. Hört auf ihn. Sich den Wächtern anzuschließen, ist im Moment nicht unbedingt die beste Idee. Ja, euer Gnaden. Ich kann bestimmt auch etwas anderes tun, um zu helfen. Ach gut, jetzt habe ich sie schon direkt hier und ich habe sie schon direkt. Ach so, okay. Ich schwöre, ich werde mich von den Wächtern fernhalten, Inquisitor. Danke für die Warnung. Habe ich sie jetzt rekrutiert oder habe ich sie jetzt rekrutiert? Der Erbauer sei mit euch, Inquisitor. Danke für all eure Hilfe. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, nun wein doch nicht. Der Erbauer sei Inquisitor. Ja. Danke für all eure Hilfe. Ah, weg hier. Die quasselt mir zu viel. Danke für all eure Hilfe. Ah, ist ja gut. Reg dich nicht auf. Reg dich nur nicht auf, Kind. Wo renne ich jetzt eigentlich hin? Ich renne da zu dem Riss. Ich wollte aber doch eigentlich mehr so darunter. Na, obwohl, vielleicht mal hier lang. So, immer mal schön hier Butterbling und so, ne? Da ist doch auch noch einer. Da ist doch auch noch wer. Dorf Kammwald. Okay. Okay, es war eine Vogelscheuche. Super. Dann wollen wir mal hier gucken. Was haben wir da? Samit. Whatever that is. Schubidu. Hier. Oh, oh. Da hinten sind schon wieder rote Flecken. Ich sehe es ganz genau. Ich gehe aber trotzdem hier erstmal in dem Häuschen gucken. Da ist doch was. Okay. Ach so. Stille Wasser. Stille Wasser sind tief. Okay. Untote an den Toren. Gleich nicht mehr. Gehen wir es an. Jawohl, wir gehen's an. Okay, ist gut. Reg dich nicht auf. Danke für eure Hilfe. Aber ich fürchte, wir müssen uns auf weitere dieser Kreaturen einstellen. Ja, das können wir ja machen. Ist ja kein Problem. Ach so, hier ist eine Leiter. Okay. Gehe ich mal hier rein. Hättet ihr einen Moment, euer Gnaden? Wer will was? Hinaufklettern. Okay, mal gucken. Vielleicht haben wir ja eine hübsche Aussicht hier oben. Ja, aber einen Sack haben wir hier. Okay, den nehme ich auch, den Sack. So, abwärts. Ihr müsst mir übrigens auch nicht immer hinterher rennen, Freunde. Nur weil ich meine Leiter raufkletter, ne? Ich schaffe das schon. So, was haben wir? Ach, hier ist auch noch was. Ihr habt euch für euren Besuch hier einen guten Zeitpunkt ausgesucht, Verehrteste. Ehrlich? Die Toten streifen durch die Nacht. Okay. Ja, nur deswegen bin ich ja... Ach, Solas, ey, drück mich doch durch die Tür hier irgendwie an die Seite. Ja. Weißt Gab du? Es nicht vor 10 Jahren einen Untoten... Hey, Hänfling, denkt ihr, könntet mir vielleicht mal aus dem Weg gehen, wenn ich versuche, einen Schuss abzugeben? Hä? Ihr solltet euch vielleicht vor mich stellen. Alles unterhalb meiner Knie stört mich nicht, wenn ich mir diese ganzen miesen Typen vornehme. Aha. Ja, aber er wollte jetzt irgendwas sagen und ihr habt ihn unterbrochen. Ach komm, ey. Bulle, geh aus der Tür. Geh aus der Tür, Mann.
Also, hier muss irgendwo irgendwer oder irgendwas. Können wir hier mal gucken? Aha, wer bist du? Warum zieht Judith nicht ins Dorf, solange sich die Lage nicht bessert? Beim Erbauer, wenn ihr irgendetwas zustößt. Sucht ihr nach jemandem namens Judith? Oh, habe ich etwa laut vor mich hingeredet? Judith lebt außerhalb des Dorfes. Als die Untoten kamen, bat ich sie, hier Zuflucht zu suchen. Doch sie wollte davon nichts hören. Warum sollte sie nicht irgendwo Zuflucht suchen, wo es sicherer für sie ist? Sie meinte, sie brauche Platz für sich. Dabei habe ich Judith gesagt, dass mein Haus groß genug ist. Und wenn sie Platz braucht, könnten mein Junge und ich auch in der Scheune schlafen. Aber sie wollte einfach nicht. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Ja, ich euch auch. Ja. Ich euch auch. Gut, dann werden wir auch noch nach Judith suchen. Bei Gelegenheit. Okay. Einmal Schnellreise. Bürgermeister unentdeckt. Gehen wir mal nach unentdeckt. Oh, das war aber mal viel Gold. Hier komme ich nicht so einfach Sucht durch. Sucht euch euren eigenen Unterschlupf. Varric, du hast doch das mit den geschickten Händen. Beim Erbauer, das ist das Ende der Welt. Der, aber es macht mir jetzt auch gerade nichts. Ich komme erst raus, wenn es sicher ist. Hier wird's nie sicher. Ja, ich bin's nur. Bulle, komm mal her. Könntest du mal hier drauf irgendwie einprügeln? Verschwindet! Okay, Moment. Nee, nicht so richtig. Aha, einer ist weg. Okay, einer ist weg. Was haben wir hier? Konterhaltung, Wirbelsturm. Oh, guck mal, zwei sind weg. Kriegst du den da oben bitte auch noch? Ich kann den da oben nicht anvisieren, ne? Ja. Okay, der ist irgendwie zu hoch, glaube ich. Verschwindet! Mist. Barry, kannst du denn einfach mal hier, da drauf schießen? Guck mal. Ja. Nee, so vielleicht? Ja. Hier, der hat doch gezuckt gerade. Nee, er hat nicht gezuckt. Beim Erbauer. Das ist das Ende der Welt. Ja, das ist das Ende der Welt. Okay, da komme ich anscheinend so noch nicht rein. Das finde ich aber blöd. Da oben. Komme ich denn da jetzt mal hoch? Na, hier. Bitte! Was der denn? Der Bürgermeister könnte eure Hilfe brauchen. Ja, schrei mich doch an. Alter, schrei mir doch mal richtig ins Ohr. Ich werde deinen Bürgermeister schon finden, aber erst nehme ich hier die Wurzeln mit. Uah. So, wo ist denn der Heini hier oben drin? Okay. Du bist der Bürgermeister, alles klar. Was? Leb wohl? Euer Gnaden, könnt ihr irgendwie verhindern, dass sich die Toten erheben? Wie soll ich denn das machen? Ich sollte gehen. Wie erreiche ich den Riss? Ist das die Antwort auf seine Frage? Ein Riss im Nichts ist der Grund, warum sich die Untoten erheben. Wie kann ich ihn erreichen? Ihr meint dieses Leuchten im See? Es kommt aus den Höhlen unter Alt-Kammwald. Das Dorf wurde vor 10 Jahren während der Verderbnis von dunkler Brut geflutet und zerstört. Die Flüchtlinge, die wir aufgenommen hatten, starben. Ich habe einen Damm gesehen. Wenn wir ihn nutzen, um den See trocken zu legen, kann ich diesen Riss im Nichts erreichen. Ihr wollt den See trocken legen? Es gibt doch sicherlich noch eine andere Möglichkeit. Nein, gibt es nicht. Definitiv nicht. Um den Damm nutzen zu können, müsstet ihr die Banditen aus der alten Feste vertreiben. Ich kann euch nicht darum bitten, euer Leben zu riskieren.
Genau, das kannst du nicht. Ich sollte gehen. Ihr setzt die Sicherheit des Dorfes aufs Spiel, wenn ihr meine Hilfe zurückweist. Oder ist schon jemand anderes unterwegs, um euch zu retten? Aber... Nein, niemand wird kommen. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zur Dammsteuerung hinter der Feste. Der Riss muss sich in den Höhlen unter Alt-Kammwald befinden. Aber, Inquisitor, ihr solltet euch dort nicht zu lange aufhalten. Ja, ich werde mich so lange aufhalten, wie es nötig ist, ne? Oder ich brauche. Erzählt mir etwas über euer Dorf. Es hat schon glücklichere Zeiten gesehen. Wir bauen an, was wir können und handeln mit den Händlern, die über den Königsweg reisen. Wir sehnen uns nur nach Frieden, euer Gnaden. Das ist alles, was wir je wollten. Was könnt ihr mir über die Banditen sagen, die sich in der Feste eingenistet haben? Die Wegelagerer? Sie sind nichts weiter als Schläger und Diebe. Sie bestreiten ihr Leben, indem sie Karawanen auf dem Königsweg überfallen. Als die Toten aus dem See kamen, haben diese Banditen den alten Wildhüter in der Feste ermordet und sich selbst dort breit gemacht. Wir hätten womöglich weniger Verluste zu beklagen, wenn wir dort Zuflucht gefunden hätten, statt uns in unseren Häusern verkriechen zu müssen. Es überrascht mich, dass ein so kleines Dorf wie Kammwald die Verderbnis überstehen konnte. Es stand auf Messers Schneide. Die dunkle Brut verfolgte eine Gruppe von Flüchtlingen, die vor der Verderbnis flohen. Einige dieser Flüchtlinge waren... Sie waren schwer krank, aber wir haben sie aufgenommen. Sie starben, als die dunkle Brut Alt-Kammwald flutete. Wie konnte die dunkle Brut das zustande bringen? Die Kreaturen fanden die Dammsteuerung und zerstörten sie. Ich erinnere mich nur noch an die Schreie der Flüchtlinge und Dorfbewohner, als sie ertranken. Und nun kehren sie zu uns zurück. Auf ein andermal. Natürlich. Okay, erobere die Feste, um den Damm zu erreichen. Na gut. Und wir haben einen Schlüssel bekommen. Da ist doch noch was. Anderfels. Anderfels ist ein Land der extremen Gegensätze. Es ist der trostloseste Ort der ganzen Welt. Haben doch zwei Verderbnisse große Teile der Steppe so verwüstet, dass dort nicht einmal Leichen verrotten. Kein Insekt und keine Marder wird sie je erreichen. Es ist aber auch ein Land voller Wunder, wie etwa Myrdain, in dessen Front eine gewaltige Statue unserer Herren gemeißelt wurde, eine ewige Flamme in ihren ausgestreckten Händen oder die Feste von Weißhaupt, deren Mauern aus lebenden Steinen über den öden Ebenen darunter thronen. Auch die Anderer sind ein Volk der Extreme. Die frömmsten Priester und die tödlichsten Soldaten, das ärmste Land der Welt und das gefürchtetste. Okay. Kann ich euch helfen? Lebt wohl. Kann ich euch helfen, sagt er. Sehr witzig, ey. Oh, Jana? War ich bei dir nicht schon? Bist du aus deiner Hütte raus? Der Erbauer sei mit euch, Inquisitor. Danke für all eure Hilfe. Ja, gerne. Und? Der Erbauer sei mit euch, Inquisitor. Danke für all eure Hilfe. Ja, die hat ihre Hütte verlassen. Die ist mir hinterhergerannt. Ein Stalker. Stalker. Wo muss ich denn jetzt hin eigentlich? Mehr so hier lang? Mal gucken gerade. Da ist noch irgendwas im Busch. Toll. Verschlossene Tür. Ja, ich will darüber, ne? Da muss noch irgendwo was sein. Ah, hier oben. Okay. Einmal beanspruchen, bitte. Erinnerung der Ertrunkenen. Am 8. Tag der Blütenwende im Zeitalter des Drachen bekämpften wir die 5. Verderbnis. Wir erinnern uns an die Nacht, in der Damm brach und die dunkle Brut in einer Springflut ertränkte. Wir erinnern uns an die Schreie jener, die fortgespült wurden, unserer Familien und Nachbarn. Wir erinnern uns an Flüchtlinge, die bei uns Zuflucht gesucht haben, weil sie ebenfalls in der Dunkelheit verloren waren. Wir überantworten ihre Seelen
dem Erbauer. Geliebter Andraste, führe sie an seine Seite. In den Sockel einer Gedenkstatue in Kammwald geschnitzt. Über einer Liste von Namen. Okay. Gedenkstein. Hier muss irgendwie... Ach, hier. Schwester, wer? Schwester Vaughn. Ihr ehrt uns, Inquisitor. Ich bin Schwester Vaughn.